Und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Simulator 2020 Video. Ja, dieses Video ist aus mehrerer Sicht für mich was, was Besonderes. Zum einen läutet es die angekündigte große Projekt an. Wie man hier auf der Karte sehen kann, ich bin dabei, sozusagen eine lange Strecke zu fliegen. Direktflug wäre gar nicht mal so lange, ich glaube 3 Stunden oder sowas mit dem Flugzeug, was ich ausgewählt habe. Aber wie ihr seht, ich fliege nicht direkt, sondern im Zickzack durch Deutschland. Und dabei habe ich noch nicht mal den genauen Kurs angegeben, nur so ein paar Markierungen, die ich will, damit ich ein bisschen Orientierung an der Karte habe. Ziel ist es nämlich, den Rhein abzufliegen. Starten tun wir da unten am Bodensee. Und zwar auf Schweizer Seite. Und werden dann erstmal kurz in Richtung Österreich nach Bregenz und dann nach Friedrichshafen fliegen. Gerade Friedrichshafen finde ich interessant, da mal von oben rauf zu blicken. Da gibt es ja auch ein Luftschiff, was dort startet und landet. Und dann fliegen wir über den Bodensee rüber in Richtung Rhein. Und ihr seht hier, der Rhein, der geht hier so ein bisschen im Zickzack. Ich habe einfach nur quer rüber, damit ich ungefähr so die Richtung habe. Hier hinten, das müsste dann Basel sein. Das Video wird jetzt nicht in einem Stück die komplette Strecke abgeflogen, sondern das ist jetzt nur eine Einführung, da werden wir ein bisschen fliegen. Das ist also auch dann in mehreren Folgevideos so das Thema, da den Rhein abzufliegen. Warum ist es noch besonders? Das zweite ist das Flugzeug, mit dem wir fliegen werden. Und zwar, das muss ich hier umschalten, ist das die U-52. Dieses Flugzeug ist seit kurzem verfügbar, kostet, und das finde ich ehrlich gesagt ärgerlich, 15 Euro. Ist zwar jetzt nicht viel, aber gerade weil es von Microsoft ist, weil es angekündigt war, klang es jedenfalls so, als wenn es als Teil der Standardflugzeuge wird. Ich hätte es mir gewünscht, dass es in dem teuren Paket zumindest als Standardflugzeug verfügbar ist und nicht extra bezahlt werden muss. Ich habe trotzdem die 15 Euro investiert. Das liegt auch neben der Tatsache, dass ich dieses Flugzeug sehr mag, also toll finde, einfach dieses das Design dieses Flugzeugs, die Geschichte dieses Flugzeugs und so. Das ist einfach ja ein Stück Luftfahrtgeschichte und das wollte ich mir einfach holen. Aber dieses Flugzeug hat noch eine weitere besondere Bedeutung für mich und damit auch hier fürs Video. Mein Großvater liebte dieses Flugzeug, der hat sich für Luft- und Raumfahrt interessiert, also vor allem eben für Luftfahrt. Und ich glaube, die Hälfte seiner Bücher war nur rund um dieses Flugzeug. Ich glaube, der hat alles gesammelt, was mit dem Flugzeug zu tun hatte. Der hatte auch ein paar Modelle. Und für ihn wäre das sicherlich ein Spaß, wenn er jetzt das hier so sehen könnte, aber leider ist mein Opa schon etliche Jahre tot und kann das nun nicht mehr miterleben. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt mit diesem Schmuckstück der Luftfahrtgeschichte abheben und eine kleine Tour machen. Ich schaue mir jetzt auch noch das mal innen an, dass wir das auch uns mal angeguckt haben. Also jetzt hier das Cockpit. Damals war, glaube ich, noch das alles etwas rustikaler eingerichtet als heute. Schauen wir mal, ob wir das
gutes Stück in die Luft kriegen und noch viel wichtiger auch dort halten. ja, ich würde sagen, wir starten mal. Wie gesagt, dieses Video soll der Anfang einer Reihe von Videos sein. Schauen wir mal. Also ich fliege jetzt auch zum ersten Mal jetzt mit dem Flugzeug und kann daher auch noch nichts dazu sagen, wie es sich fliegt. Es ist einfach schön, dieses Flugzeug fliegen zu sehen. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand das Flugzeug live hat fliegen sehen. Also ich glaube, bei der Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin flogen sie mal damit. Generell gab es, glaube ich, vom Flughafen Tempelhof auch Flüge mit diesem Flugzeug eine Zeit lang. Ja, es ist natürlich träger als die anderen, als so das Cessna oder sowas. Aber ja, es ist einfach schön, das so fliegen zu sehen. Ja, das vor uns müsste jetzt bald irgendwo die Grenze lang gehen. Kann sein, dass wir die jetzt da überfliegen an dem Fluss. Das müsste ja auch der Rhein sein, ne? Der aus der Schweiz dann kommt. Und dann müsste da vorne irgendwo Bregenz liegen, wenn es das nicht sogar vor uns schon ist. Ich müsste dazu jetzt mal mir Google Maps aufrufen. Ja, jetzt lassen wir Bregenz hinter uns. Sind jetzt auf dem Weg Richtung Friedrichshafen. Das Flugzeug haben sie soweit, was die Optik angeht, eigentlich gut hingekriegt. Gefällt mir ganz gut. Weil klar, vielleicht würde ein Experte noch ein paar Sachen sehen, die ich als Laie jetzt des Flugzeugs nicht so sehe.
Also das ist wirklich ein schönes Flugzeug. Die Namen, die ihr hier überall stehen seht, das sind wieder natürlich die anderen Spieler. Ich spiele im Live-Modus, das heißt also, Wetter ist live. Die Spieler sind alle sozusagen mit integriert. Und ja, ich werde dann auch schauen, dass ich die anderen Videos vielleicht im Zumindest, ja, wenn ich jetzt im Live-Modus mache, kann es sein, dass das Wetter ein bisschen variiert von Video zu Video. Muss ich mal gucken, ob ich das dann beibehalte oder vielleicht wechsle zu schönem Wetter, damit man ein bisschen sieht, wo man fliegt. Auch wenn jetzt da Friedrichshafen ein Flugplatz ist, wir werden dort nicht landen, wir werden weiterfliegen. Und ich werde dann das Video im Flug auch unterbrechen. Am Ende ist das, wo es dann beim nächsten Mal dann weitergehen soll. Ich weiß gar nicht, kann man die Passagiersicht eigentlich auch machen? Ich weiß das gar nicht. Muss ich mal gucken, dass ich dann vielleicht zum nächsten Video dann auch mal aus der Passagierperspektive, das ich mir anschaue. Jetzt habe ich da irgendwie was gedrückt und das war jetzt so nicht geplant. Gut. Wobei es möglicherweise nicht ganz falsch ist, weil wir fliegen ziemlich hoch und damit eigentlich aus dem VR-Bereich raus, VFR. Aber das werden wir gleich wahrscheinlich wieder verlieren, wenn wir in Sinkflug gehen, um uns Friedrichshafen anzuschauen. Flugplatz von Friedrichshafen ist voraus. Fenster auf zu. Kann man auch rausgucken? Cooles Feature. Feature, das weiß gar nicht, geht es bei den anderen Flugzeugen auch? Oh. Zieht. Machen wir wieder zu. Kann man die Vorhänge auch noch zumachen? Nee. Ups, bisschen abgedriftet. So. Ah, ich bin nicht der Einzige, der mit der U-52 fliegt. Da haben wir einen anderen Piloten, der sich die auch geholt hat. Ja, und da unten ist der Flughafen. Irgendwo hinterm Flughafen. Das müsste jetzt auf. Ja, das müsste hier das Gelände sein. Ich weiß nicht, ob man. Wo jetzt der Mauszeiger ist. Oh, na, hier, das wird es sein. Das hier, die großen Gebäude. Das ist irgendwo das Messegelände. Ja, genau, hier ist der Parkplatz. Das muss das Messegelände sein. Also es ist direkt auf der anderen Seite vom Flughafen. Und hier unten ist irgendwo sogar eine Ausstellung von Dornier. Und das hier vor uns. Geh runter mit der Nase. Das könnte der Hangar für das Luftschiff sein.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich denke schon. So. Fliegen wir mal wieder ein bisschen mehr Richtung See. Ja, das da unten wird das Messegelände sein. Genau. Und ja, jetzt kommen wir wieder zum Bodensee hin. Friedrichshafen, da kann man auch schön nach, am Wasser entlang gehen. Es gibt die U52 ja nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch in verschiedenen Konfigurationen, was das Fahrwerk angeht. Und zwar, wir haben jetzt hier ganz normal die Reifen. Es gibt aber auch mit Schwimmern, sodass man auf dem Wasser landen kann. Und auch mit so Skiern, sodass man auf Schnee damit landen kann. Und ja, bei Gelegenheit schaut mal, dass wir vielleicht irgendwo im Raum, vielleicht Grönland oder Alaska oder sowas, oder gar am Nord-Südpol an einem der Pole irgendwie mal eine Runde fliegen und mal ausprobieren, mit den Skiern da zu landen. Ich hatte auch erst überlegt, nehme ich hier das Wasserflugzeug und dachte, dann kannst du aber vielleicht dann oben nicht landen am Ziel von deiner Tour. Und darum habe ich gesagt, nee, ich nehme die normale Variante mit den Reifen. Ich weiß gar nicht. Aber sowas hier wie Luftbremse? Nee. Gibt es hier nicht. Gut. Ja, da sitzen wir und fliegen. Alles schön animiert. Mal die Landeklappen rausfahren, wie das aussieht. Ja. Ja, da vorne wird schon angezeigt, ist Konstanz. Dass hier kein Fenster ist. Dass der Pilot sich so weit vorbeugen.
Also gefühlt lässt sich das Flugzeug besser in der Luft halten. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass es etwas träger ist. So, wir haben jetzt Konstanz hinter uns gelassen. Wir sind weiterhin über dem Bodensee natürlich. Das ist der Obersee und hier der Untersee. Und da fliegen wir jetzt weiter und in Richtung, ja. Haben wir da Schaffhausen und folgen so dem Rhein etwas. Wir werden sicherlich nicht jeden Haken des Rheins mitfliegen. Dazu brauchst du dann doch wahrscheinlich eher ein Kunstflugzeug, als Kunstflugflugzeug.
Aber wir werden so ein bisschen dem Rhein folgen. Und ja, da ist jetzt Schaffhausen, Basel sind die nächsten wahrscheinlich bekanntesten Orte. Also Flugzeug macht wirklich Spaß zu fliegen. Ist schön anzusehen, wie es so schön dahin gleitet. Soll ich machen? Kann ja mal das bisschen segeln lassen. Ich finde dieses Gelb auch gut passend zu dem Flugzeug. Ja, und dann nähern wir uns doch so langsam uns dem Ende des Bodensees. Der wird da vorne immer schmaler, bis er wieder nur noch sozusagen ein Fluss ist. Und wenn wir jetzt da so weiterfliegen, werden wir dann wieder erstmal hauptsächlich auf Schweizer Seite fliegen und bis da sozusagen dann die Grenze zwischen Deutschland und Österreich abbildet. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Ja, schnell, sehr schnell werden wir mit dem Flugzeug nicht sein. Die nächsten Videos, wenn ich dann so die ganzen Abschnitte habe, kann sein, dass ich zwischendurch ein paar Sprünge einbaue, sozusagen Zeitsprünge, um das Ganze etwas zu verkürzen, dass es nicht am Ende 20 Videos oder so werden. Und es auch für euch nicht zu langweilig wird. Und werde dann einfach so ein paar, sagen wir mal, weniger spannende Stellen, entweder mit einem Zeitraffer oder mit einem leichten Sprung dann eben verkürzen und so, dass man ein bisschen mehr von anderen Sachen zeigen kann. So, schauen wir mal hinter uns. Ups, na komm schon. Na, wieso geht der nicht weiter? Müssen wir so umdrehen. Hinter uns also der Bodensee. Den haben wir jetzt überflogen. Haben ein bisschen Friedrichshafen gesehen, Bregenz. Und haben einfach mal die Aussicht genossen.
Und ja, damit möchte ich das Video auch an dieser Stelle langsam beenden. Im nächsten Video werden wir dann, wie gesagt, weiter den Rhein entlang fliegen. Das wird mehrere Videos jetzt dauern, bis wir in Köln oben landen werden. Ich hoffe, euch hat das gefallen, der Flug mit der U-52. Die werden wir wahrscheinlich auch in den anderen Videos dann weiterverwenden. Wieso will der nicht weiterdrehen hier? Kann hier irgendwie nicht. Komisch. Und werden dann mit dem Flugzeug gemütlich den Rhein hochfliegen, bis wir irgendwann dann in Köln landen werden. Wir werden auf dem Weg dorthin das eine oder andere uns anschauen und einfach auch die Aussicht auf den Rhein genießen. Ich bin mal gespannt, inwieweit Schiffe auf dem Rhein dann zu sehen sein werden. Vielleicht ja, entdecken wir ja das eine oder andere Spannende auf dem Flug dorthin. Ja, hat es euch gefallen, dann bitte hinterlasst ein Like. Hat es euch nicht gefallen, hinterlasst bitte trotzdem ein Like. Ein Abo wäre auch toll und vielleicht aktiviert ihr sogar die Glocke, dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wurde. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und ja, macht's gut. Ciao, ciao.